Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Retro-Raid-Video. Letztens bin ich mit meiner Freundin in Berlin gewesen, habe da ein paar Gaming-begeisterte Freunde getroffen und habe mir dann natürlich auch nicht nehmen lassen, mal in Berlin so ein bisschen nach Games zu gucken. Und da habe ich einen Laden gefunden im Netz, der sah schon interessant aus. Dann bin ich dann direkt mal dahin und das war schon recht witzig. War so ein ganz, ganz kleiner Laden, so in so einer Nische, aber randvoll mit Games. Und dann hatte ich den Besitzer gefragt, ich hatte die GoPro mitgenommen, obwohl ich eigentlich nicht vorhatte zu filmen. Hatte ich einfach mal mitgenommen und dann habe ich den Besitzer gefragt, ob ich filmen darf. Und er hat, glaube ich, erst gar nicht so verstanden, was ich da machen wollte. Und dann hat er gesagt, ja, komm, mach ruhig, ist okay. Und ja, ich wollte es euch einfach mal zeigen. Wie gesagt, randvoll mit Games. Habe auch ein bisschen was gefunden, aber erstmal zeige ich euch den Laden. So, vorne, wenn man in den Laden reingegangen ist, da hat er hier diese Vitrine mit den Advance und DS-Spielen, die man ein bisschen schlecht sehen konnte, von den Preisen her auch schon relativ hoch waren. Links davon war dann hier der Stand mit den Sega Mega Drive Spielen. Da habe ich aber nur ein bisschen flüchtig drüber geguckt, weil die schon so ein bisschen ausgeblichen waren. Und von einer Theke hatte er dann auch nochmal hier diese Vitrine mit den Advance Spielen, was eigentlich ziemlich praktisch ist, dass er die da so vorne hatte, kann man sie ganz gut sehen. Ja, und hier jetzt an der Seite von diesen Advance-Spielen, da war dann halt hier der Korb mit jede Menge PlayStation 2-Spiele und da lagen DVDs oben drauf. Da habe ich dann durchgeblättert und ein bisschen geguckt. Die Zustände von den Spielen waren eigentlich alle relativ gut. Hier war so Mega Man, ja, eigentlich alles in ganz akzeptablen Zustand. Das ist halt so ein wirklicher Vorteil, wie ich gelernt habe, von wirklich solchen Händlern, die auch einen Laden wirklich betreiben, weil die schleppen ihre Sachen halt nicht immer in diesen Fleischerkisten Ewigkeiten mit sich rum und die verschleißen dann halt nicht so, wenn die aufeinander scheuern, sondern der hat das halt ja immer in seinem Laden halt drinnen, war ein Yu-Gi-Oh!-Spiel, um ein bisschen schlechter zu blättern. Hier war dann noch eine andere Kiste unter den ganzen PlayStation 3 Spielen, da waren noch ein paar PlayStation 2 Spiele mit dabei. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mich noch ein bisschen mehr auf die PlayStation 2 konzentriert, weil die PlayStation 3 war ja noch ein bisschen in weiter Ferne. Ich sehe ja gerade zum Beispiel einen Harry Potter für die PlayStation 3. Das hätte ich mir jetzt, wenn ich jetzt in den Laden gehen würde, genauer angeguckt, weil das dürfte der siebte. Das ist der siebte Teil. Ich glaube, das ist der siebte Teil. Ich kann es nicht ganz erkennen. Sein und dann hätte ich mir auf jeden Fall jetzt auch genauer angeschaut, weil Harry Potter, das Let's Play, das läuft ja auch immer noch und ich möchte auf jeden Fall alle mal gespielt haben. Man sieht jetzt hier auch, da waren auch ein paar Xbox-Spiele unten. Er hatte schon die neueren Titel, hatte halt da oben an der Wand präsentiert und die etwas älteren unten. Ich denke mal, die meisten Leute gucken dann schon eher auch nach neuen Titeln als so nach den ganz alten, aber er hatte auf jeden Fall eine ganz gute Mischung und Auswahl. Unten rechts sieht man oder hat man sehen können, da hatte auch ein paar GameCube-Spiele. Da springe ich jetzt, glaube ich, einfach mal eben kurz hin, denn GameCube-Spiele sind hier meine Lieblingsspiele. Und ganz vorne war hier Harry Potter und der Stein der Weisen, was man sehr schwierig findet und was richtig, richtig teuer ist. Das Let's Play dazu läuft ja jetzt gerade. Und da hatte ich ja wirklich Glück, dass ich das bei eBay Kleinanzeigen wesentlich günstiger bekommen habe, als man es jetzt bei eBay oder hier bei so einem Händler kauft. Weil das hatte jetzt hier, glaube ich, 40 Euro wollte er dafür haben, was ein gängiger Preis für das Spiel ist. Aber das Spiel eigentlich gar nicht wert ist. Also ich finde das Display, ihr könnt es euch ja gerne mal anschauen. Das Spiel ist echt nicht wirklich super. Das ist einfach nur schnell Harry Potter ausschlachten, irgendwie da hingepfeffert und sehr viel dunkel, also kann ich nicht unbedingt empfehlen und dann so teuer ist es dann echt ärgerlich, aber es ist halt einfach selten. Hier waren halt PlayStation 1 Spiele und da hatte ich dann da auch so nach die Mumie und Xena geguckt, die ich ja gerne haben möchte. Das hatte mir so selber gar nichts gesagt. Dann hatte ich noch Oddworld, da ist es, Latinum ausgepickt. Ich weiß gar nicht mehr, was er von mir haben wollte. Ich habe gedacht, oh, das ist ein schöner Zustand. Ist zwar Platinum, aber der Zustand ist von der Hülle sehr, sehr schön. Halt nicht so transportiert, dass sie aneinander gerieben haben. Das gerade bei den PlayStation 1 Hüllen sieht man das halt leider sehr viel, dass die dann so, ja, sich so ein bisschen matt gescheuert haben oder teilweise gerissen sind oder nur einen Sprung haben. Dann hatte ich dann da den
Preis aber hinten gesehen, ich glaube 25 € wollte er dafür haben, was auch ein gängiger Preis ist. Also die Preise, die er da veranschlagt hat, waren schon alles gängige Preise, aber wollte ich jetzt einfach nicht dafür bezahlen. Ich denke mal, die werde ich irgendwann mal finden auf dem Flohmarkt. An der Theke hier hatte er dann noch ein paar N64-Spiele, aber da ich zu dem Zeitpunkt noch keine N64 hatte, hat sie mich nicht unbedingt interessiert. Er hatte mir da schon die CDs irgendwie die Hüllen rausgesucht und hier hatte ich ja noch den, das Harry Potter für den Advance. Ja, habe mir die Sachen ein bisschen angeguckt, habe ein bisschen verhandelt und war eigentlich ein ganz netter Kerl. Hat echt Spaß gemacht, da würde ich gerne nochmal wieder hin, wenn ich in Berlin bin. Ja, wie schon gesagt, ne, da waren richtig viele Games. Hab dann da auch wieder ein bisschen was mitgenommen, unter anderem für die PlayStation 2 Tomb Raider The Angel of Darkness. Ich guck, dass ich die Tomb Raider alle für die PlayStation bekomme. Also irgendwie, wenn ich nicht, ich hab da auf PlayStation 1 damals mit Tomb Raider 1 angefangen und deswegen möchte ich sie einfach auch gerne haben auf der PlayStation. Hier ist Heftchen, CD. Und ich denke mal, da werde ich dann auch Let's Plays zu machen. Ich bin ja ein Riesenfan von den neuen Tomb Raidern. Ich habe auch damals gerne die ersten gespielt. Also ich hatte das erste, zweite, der dritte habe ich auch im PC gespielt. Und das vierte habe ich auch für den PC gespielt. Allerdings nie durch. Ich habe nie eins durchgespielt. Ja, das hier ist in einem super Top-Zustand. Ja, 3 € hatte er dafür angesetzt. Das musste ich natürlich dann mitnehmen. Dann etwas, wo ich nach, ich mehr auch geguckt hatte bei ihm, bei den PlayStation 2 Spielen, auch im super Zustand, God of War. Das möchte ich auf jeden Fall auch spielen. Ist jetzt in der Platino-Version, aber ein super Zustand. Und Heftchen, CD, alles super perfekt. Und da habe ich auch vor, das als Let's Play zu machen. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf. God of War 4 ist ja gerade, also glaub, war der vierte Teil, ne? Berichte ich mich, aber auf jeden Fall ein neues God of War für die PlayStation 4. Das fand ich auf jeden Fall schon spannend auch allem. Und deswegen habe ich gedacht, ich gucke mir das Spiel auch mal an, aber ich wollte dann auch halt ganz von vorne mit der Reihe anfangen. Hat er für 10 € angesetzt. Dann hat er auch noch God of War 2 gehabt für die PlayStation 2, auch Platinum. Und aber auch alles dabei, super Zustand. Also als Top auch für 10 € angesetzt gehabt. Und dann für GameCube, hat auch ein paar GameCube-Spiele dabei. Auch hier Harry Potter, habe ich euch im Video ja gezeigt. Harry Potter für den GameCube. Ich habe ja gerade das Let's Play am Laufen, blende ich euch mal hier oben ein. Ich mag das Spiel ehrlich gesagt gar nicht. Also, es hat mit den Filmen schon nichts zu tun, mit dem Buch schon überhaupt gar nichts zu tun. Es ist einfach billig gemacht, einfach schnell Harry Potter IP ausschlachten. Und dann ist das Spiel so teuer, aber es ist nur für den GameCube so teuer. Also wenn ihr das auch mal reinschauen wollt, dann guckt euch einfach mal das Let's Play an und überlegt dann selber, ob es was für euch ist. Aber ansonsten, wenn ihr jetzt nicht unbedingt die ganze Reihe auf dem GameCube sammeln wollt, so wie ich, weil ich habe den zweiten Teil damals auf dem GameCube gespielt, habe ihn auch noch und möchte den halt auch für den GameCube-Reihe auch voll haben, die Sammlung. Deswegen muss ich ihn halt so teuer holen. Hat es ja damals günstiger bekommen, als wie man es normalerweise bezahlen muss. Aber bin auch sehr froh drüber. Aber spielerisch ist das Spiel echt ja, ziemlich daneben. Aber ein GameCube-Spiel habe ich mir mitgenommen und zwar Conan. Das fand ich sah sehr interessant aus, ist auch in einem sehr guten Zustand. Ja, das Spiel ist so ein bisschen ja, wie die Mumie, die ich gerade für PlayStation 1 mal gespielt habe und so. Und ich habe der Scorpion King für den GameCube damals gespielt und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Beide CDs sind auch drinnen mit Heftchen. Habe ich gedacht, gut, das nimmst du ja mal mit, guckst du dir an. Und dann, weil ich ja die komplette Harry Potter-Reihe, wie gesagt, auch Let's Playen möchte. Ich habe jetzt PlayStation 1 fertig, habe den Game of Color habe ich fertig. Jetzt fange ich mit der GameCube-Reihe an. Wenn ich den GameCube durch habe, wollte ich dann mit Game Boy Advance anfangen. Und da habe ich dann hier einmal für den Advance Harry Potter 3, der Gefangene von Azkaban, geholt. Auch im relativ guten Zustand. Hier löst sich ein bisschen das Label. Ein bisschen dreckig, das hat er mit Waschbenzin aber sauber gemacht. Ich werde aber nochmal auseinandernehmen, sauber machen, wie ich es halt nun mal mit meinen Modulen immer mache. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Konsolendoktor, mein erstes Konsolendoktor-Video. Ja, auf jeden Fall, das möchte ich auf jeden Fall auch mal spielen. Die Advance-Reihe bin ich sogar gespannter drauf als auf die GameCube-Reihe, weil es einfach wirklich komplett was anderes ist. Ne? Also der zweite Teil für den Advance, den fand ich auch sehr cool, wobei ich für den GameCube den zweiten damals auch cool fand. Sind wir mal gespannt, wie sie da weitergegangen sind. Ich glaube, die haben für den Advance haben sie bis zum fünften Teil, meine ich, rausgebracht. Und dann ging es mit dem DS weiter. Harry Potter IP hat halt eine Weile gedauert, bis dann die ganzen Spiele durch waren.
Dann hat er dann auch was liegen gehabt, und zwar hier Heftchen für die Game Boy Color Reporter in einem super guten Zustand. Die musste ich dann auch mitnehmen. Ich sammle zwar nicht OVPs, ich habe sie in diesen DS-Hüllen, habe ich meine Gameboy-Spiele drin, zumindest die, die mir am wichtigsten sind. Wenn hinter meinem Gaming-Room und so alles steht, will ich das auch weiter ausbauen, dass ich meine Gameboy-Spiele in diese DS-Hüllen tue. Zumindest die, die Spiele, die mir was bedeuten, die mir gefallen und die ich cool finde. Ja, und da würde ich eigentlich dann auch gerne die Heftchen damit reintun, ne? Die Bedienungsanleitungen. Ist halt immer irgendwie ein bisschen nett. Also auch wenn ich nicht OVP sammle, finde ich es cool, diese Heftchen mit in die Hülle zu tun. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr genau, was ich für diesen ganzen Stack bezahlt habe. Es hat aber irgendwann um die 30, 40 Euro. Ist jetzt schon eine Weile her, weil ich einfach nicht die Zeit dafür gefunden hatte, das Setup hier so ein bisschen aufzubauen. Deswegen bin ich dann hinterher auf die Idee gekommen, diese Retro-Rate-Videos, wenn ich auf Flohmarkt gehe, im Auto zu filmen, weil es halt immer ein bisschen Aufwand ist, das aufzubauen alles. Und ja, deshalb werde ich aber die ganzen Videos mal nachproduzieren und euch dann auch zeigen. Deswegen, wie gesagt, der Preis weiß ich nicht mehr genau. Aber er hat es ein bisschen mit sich handeln lassen. Die Preise alle für sich sind okay. Es sind eBay-Preise, also schon recht nah dran an eBay-Preisen. Deswegen leider das von PlayStation 1, das Oddworld, was ich sehr gerne gehabt hätte, aber mir einfach zu teuer ist. Das ist schon sehr nah an dem eBay-Preis dran, aber ich gucke eigentlich lieber, dass ich die ein bisschen günstiger kriege. So habe ich mir allerdings die Versandkosten gespart, da ich ja eh in Berlin war. War das schon ganz okay, kann ich gut mitleben mit diesem Stack hier. Ja, gut. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Wie fandet ihr den Laden? Also ich finde, das hatte schon so ein bisschen Charme in dieser kleinen Nische da drin. Auch ganz netter Kerl und wie gesagt, ließ ja auch mit sich handeln, ne? Ging nicht sehr viel, aber ist das denn auch ein Händler, der einen Laden hat, der hat eine Miete, will auch bezahlt werden, ist auch okay, ne? Solange so sich, sag ich mal, ein Marktwert, den man normal bekommt, orientiert, kann ich damit sehr gut leben, ist dann da nicht so ganz so schön, wie wenn man sich so ein Schnäppchen, so ein Spiel für einen Euro auf dem Flohmarkt findet, aber wo ist halt normal, findet es halt nicht immer und dafür ist es ja, wie gesagt, ein Laden. So, wenn euch das Video gut gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao!